Hallo liebe Landwirte und Berater. Im Frühjahr 2018 schreibt euch der Staat vor, wie viel Dünger ihr maximal ausbringen dürft. Super, oder? Und bevor ihr startet, müsst ihr den sogenannten Stickstoffbedarfswert berechnen und dokumentieren, dass ihr dies wirklich gemacht habt. In den beiden letzten Folgen haben wir uns den Stickstoffbedarfswert für Raps und Weizen angeschaut und jetzt geht es um die Gerste. Wir berechnen gleich mit wenigen Klicks, wie viel organischen und mineralischen Dünger ihr maximal zur Wintergerste düngen dürft. Und am Ende des Videos seht ihr, wo ihr den Düngercheck für das Frühjahr 2018 für begrenzte Zeit kostenlos herunterladen könnt. Mein Name ist Rainer Möller. Ich bin ein Landwirtssohn und mit meinen Apps, Tools und Videos möchte ich möglichst viele Landwirte unterstützen, den Betrieb fit für die Zukunft zu machen. Gleich berechnen wir den Stickstoffbedarfswert für die Gerste insgesamt, die Stickstoffmenge, die ihr organisch und mineralisch düngen dürft. Und nach Eingabe der organischen Düngung seht ihr die Stickstoffmenge, die ihr maximal mineralisch zur Gerste ausbringen könntet. Legen wir los. Ihr wählt als erstes einfach aus Bodentyp, Vorfrucht, eventuell eine Zwischenfrucht und die organische Düngung, die ihr 2017 auf der Fläche ausgebracht habt. Den Stickstoffgehalt von der Gülle oder dem Gärsubstrat könnt ihr im Tabellenblatt organische Dünger individuell eintragen. Jetzt kommen wir zum geplanten Gerstenanbau 2018. Entscheidend ist der dreijährige Durchschnittsertrag. Dieser wird mit 70 Dezitonnen vorgeschlagen. In dem Feld daneben könnt ihr eine positive oder negative Ertragsdifferenz eintragen. Wenn ich 10 eintrage, also 80 Dezitonnen ernten würde, steigt der Stickstoffbedarfswert auf 190 Kilo N. Wenn ich minus 5 eintrage, fällt er auf 172,5 Kilo N. Also ganz einfach. Wir gehen einfach von plus 5, also 75 Dezitonnen aus. So, jetzt müsst ihr nur den erwarteten Minwert eintragen und ihr seht, dass ihr maximal 138,8 Kilogramm N organisch und mineralisch düngen dürft. Dabei wird allerdings der N-Gehalt der organischen Dünger bei der Berechnung des Stickstoffbedarfswerts nur mit zum Beispiel 50% bei Rinder und 60% bei Schweinegülle angerechnet. Später bei der Berechnung der Düngebilanz oder der 170 Kilo N-Grenze gelten allerdings wieder andere Wirkungsgrade. Wenn ihr jetzt noch die geplante organische Düngung im Frühjahr eintragt, erkennt ihr die erlaubte mineralische Stickstoffdüngung. Dabei ist bisher noch nicht endgültig geklärt, ob eine Mineraldüngung im Herbst abgezogen werden muss oder nicht. Einige Bundesländer, zum Beispiel Niedersachsen, sind dafür, andere dagegen. Dies muss in den nächsten Wochen geklärt werden. Sprecht am besten mit einem Berater eurer Wahl. Die Verwaltungsarbeit ist damit für euch leider aber noch nicht erledigt. Denn nach der Ernte wird mit der Düngebilanz geprüft, ob ihr die erlaubten Überschüsse eingehalten habt. Wenn ihr den Düngercheck für begrenzte Zeit kostenlos herunterladen möchtet, klickt jetzt auf das i, das wir einblenden. Zusätzlich findet ihr den Link unter diesem Video. Also, klickt auf den Link und tragt eure E-Mail-Adresse ein, damit wir euch den Düngercheck automatisch zuschicken können. 2 Minuten später könnt ihr dann mit der Berechnung starten. Darin seht ihr nicht nur den Stickstoffbedarfswert für die Gerste, sondern auch für Raps, Mais, Grünland, Kartoffeln, Zuckerrüben und vieles mehr. Wenn euch unsere kostenlosen Tools gefallen, gebt dem Video einen Daumen hoch und informiert befreundete Landwirte und Berater, damit auch diese davon profitieren. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch der Düngercheck gefällt oder stellt eure Fragen zur Düngeverordnung oder zur Stickstoffbedarfsermittlung. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Wie kann ich euch helfen, euren Betrieb fit für die Zukunft zu machen? Denkt mal drüber nach. Bis dann, euer Rainer Möller.